Neuer Tag, neuer Adventskalender, der Buchmädchen. Genau, dieses Jahr haben die Buchmädchen zwei Adventskalender rausgebracht. Ihren normalen und den Dark Romance. Den Dark Romance habe ich auch mir gekauft und ausgepackt. Den werdet ihr auch sehen. Beide haben tatsächlich gleich viel gekostet und zwar 139,99 Euro. Wir haben 24 Türchen hier vor mir liegen. Wir werden ihn auspacken. Alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin die Doro. Ich liebe es, über Bücher zu reden und ich liebe es, Adventskalender auszupacken. Und ihr gebt mir immer wieder die Chance, diese zu tun. Ich kaufe sie von meinem eigenen Geld, aber durch eure Likes weiß ich, dass ihr das gerne mögt. Also Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat natürlich und wenn ihr wollt, dass ich das nächste Jahr wieder mache. Ich habe nämlich ein paar andere Adventskalender gesehen, die ich vielleicht nächstes Jahr, wenn es sie noch gibt, auch holen wollen würde. Und wir starten mit dem ersten Türchen der Buchmädchen. Und das ist die Nummer 1. Und wir alle wissen, was es ist. Wahrscheinlich ein Buch. Ja. Das ist klar. Ich kriege diese Türchen immer nie so schön auf. Definitiv ein Buch. Christmas in my heart. 24 Geschichten zum Verlieben. Ein Adventskalender im Adventskalender. Mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Und zwar haben wir hier mit weihnachtlichen romantischen Kurzgeschichten von Jennifer Adams, Mareike Alnoch, Anna Augustin, Bianca Behrendt, Sophie Chase, Anna Dietrich, Andreas Dutter, Katharina Engel, Kathleen Erikson, Christian Handel, Nicole Knoblauch, Laura Labers, Kira Licht, Franka Neubauer, Julia Paus, Justine Pust, Stefanie Sander, Nina Schilling, Linda Schieb, Andreas Suchanek, Marie Weiß, Ali Well, Yvonne Westphal und Anna Wutz. Also gut, die Hälfte der Autoren habe ich tatsächlich ein Buch gelesen, von den anderen die Sache mir gar nicht. Aber ich bin immer gespannt. Ja, das heißt, ab 1. Dezember kann ich dann eine Kurzgeschichte lesen, weil ich habe vom letzten Mal gelernt, sowas an einem Tag zu versuchen zu lesen, ist nichts für mich. Und ich, die keine Kurzgeschichten mag, ja, ich und Kurzgeschichten. Diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen, ich brauche dazu nichts weiter sagen. So, ich habe jetzt extra meinen Stuhl hier neben mir gestellt, dass ich nicht wieder hier in Chaos versinke vor mir auf dem Tisch. Die Nummer 2. So, dann schauen wir doch mal. Das ist widerspenstisch. Ich dachte jetzt eigentlich eine Kerze, aber nein, es ist ein Glas. Book Club. Schaut mal, kann ich das, wenn ich das jetzt so halte, glaube ich, sieht man es ein bisschen besser. Wenn nicht, ich probiere mal, ob ich dann vielleicht ein Foto, wenn das nicht so gut rüberkommt. Aber Glas kann ich immer gut gebrauchen. Ja, doch schon. So, okay. Die 3. Huch, wollte gerade fliehen. So, das fühlt sich nach einer Postkarte oder Lesezeichen an. Na? Ja, wir zerstören doch eh wieder alles. Ach ja. Oh, wie süß! Das ist das Lesezeichen und das ist die Postkarte dazu. Ja, hinten drauf, jetzt wenn ich es umdrehe, das Lesezeichen. Das finde ich cool. Mit der Maus oben drauf. Ich habe die noch von alle vom letzten Jahr. Ich gebe es offen ehrlich zu, die gebe ich nicht gerne her. Ich benutze sie auch ungern, weil ich immer Angst habe, dass ich sie dann wegschmeißen muss, weil ich sie irgendwie kaputt mache oder so auch verbraucht aussehen oder so. Ach ja. Die 4. Und ich weiß, ich meine, wenn man den Design von Buchmädchen mag, dann sind die Adventskalender nicht so schlecht. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Sieht auf jeden Fall nach was Buchisches aus. Oh mein Gott. Ein Notizbuch. Und schaut euch mal das an. Mit Farbschnitt und hinten drauf. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Das hier? Oder das hier? Oh, wie geil ist das denn?
Ja. Das vom letzten Jahr, vom Adventskalender, habe ich aktuell als Bullet Journal, was ich nächstes Jahr aufhöre, weil ich festgestellt habe, ich brauche mehr Platz. Beziehungsweise, ja, ich muss mir wieder was Neues ausdenken. Ich habe mir schon was Neues ausgedacht. Ich teste es gerade. Ja, aber das ist cool, weil ich kann nie genug Notizbücher haben. Nein, kann ich nicht. Ja. Die 5. Oh, ich bin schon wieder total gehypt. Und wir haben erst 4 Türchen aufgemacht. Okay. Och, wie Kugelschreiber. Ich hab heute meinen nächsten weggeschmissen. Oh, wie. Also, ich weiß, dass es eigentlich ein Notizbuch ist, ne? Aber das ist doch viel zu schade, um da drauf rumzuschreiben. Ich glaube, das werde ich in meinen Bastelsachen reintun und werde dort das für Scratch. Es fängt schon an. Dabei bin ich erst auf 5, dass ich nicht mal reden kann. Journaling. Oh. Also zum Basteln werde ich das eher benutzen, als zum, wie es vorgesehen ist, zum Notieren. Nein. Nee. Vergiss es. Definitiv nicht. Mm-mm. So. Nikolaus, die Nummer 6. Christmas Undercover. Das fühlt sich auch noch so schön an. Sie will ihn verhaften, er will sie verführen. Von Charlie Walker. Das auch. Dann auch noch schön weihnachtlich. Oh. Und diese Glitterteile. Nein, glitzerig sind sie nicht, aber man fühlt die Erhebung. Das finde ich cool. Dieses Fokuschienduro. Zu Weihnachten nach Hause, das Fest mit den Liebsten verbringen und alle Sorgen hinter sich lassen. Nicht mit Sydney Swift. Sydney ist CIA-Agentin und als sie über die Feiertage zu ihrer Grandma Ruby nach Maine fährt, hat sie eine Mission. Die traumhafte Winter-Wonderland-Hochzeit ihrer Schwester Carla platzen zu lassen. Denn Carlas Verlobter ist niemand anderes als Johnny Jones, Sprössling einer der größten Verbrecherfamilien Amerikas. Für eine Agentin wie Sydney eigentlich kein Problem, aber zwischen Mistelzweigen und Lebkuchen ist es gar nicht so einfach, verfängliche Informationen über Johnny zu sammeln. Ihr größtes Hindernis dabei ist Nick, Johnnys Bodyguard, extrem attraktiv und ganz offensichtlich an Sydney interessiert. Was läge da näher, als seine Interessen für ihre Zwecke zu nutzen? Doch das ist leichter geplant als getan, denn Nick ist wirklich nervtötend charmant und Sydney weiß, wenn ihre Mission gelingen soll, darf sie sich um keinen Preis verlieben. Oh ja, also darauf freue ich mich. Definitiv. Nummer 7. Ich würde sagen, eine Kerze? Wir hatten noch keine. Ja. So. Ich sammle gerne Bücher. Da ist wieder die Maus, wo jetzt schon die Postkarte und Lesezeichen da war. Ich kriege die Kerze nicht auf. Ich will dran riechen. Okay. Irgendwie. Ah, jetzt hat. Das war jetzt gerade. So, und zwar einmal das Motiv. Das und Konfetti und die riecht auch lecker. Okay. So, jetzt muss ich hier noch arbeiten oder was? Dabei will ich doch nur einen Adventskalender auspacken. Die Nummer 8. Ja. Ich würde sagen, wieder Lesezeichen und Postkarte. Das fühlt sich auf jeden Fall danach an. Oder. Nur Lesezeichen. Ui. Also ich würde sagen. Für jede Jahreszeit eine. Dort dichte mal auch noch mal so rum. Ja. 4 neue Lesezeichen. Also gefühlt würde ich jetzt sagen, für jede Jahreszeit eine. Die sind hinten und vorne genauso. Ja.
I'm happy. Neue Lesezeichen, sagt sie. Und dabei hat sie erst letztens welche festgestellt, mal wieder zu viele. So, die 10 brauchen wir noch nicht. Und da ist die 9. Ja. Ja. Jetzt wird der Kleber mit weggehen. Es fühlt sich nach einem Buch an. Die Elite von Ash River, Hidden Secrets, Band 1. Mit Charakterkarten und Sticker in der Erstauflage von Valentina Fast. Das ist einmal dieses wunderschöne. Ui, da haben wir einmal den Buchschnitt. Und da scheint schon was heraus. Ich würde mal sagen, das ist die Charakterkarte. Ja. Hier drauf steht, da sind schon mal die Häuser erklärt. So, es spiegelt hier ganz schön. Ja, und oh, da bappt was zusammen. Ja, steht das gleiche vorne drin? Nee, das ist eigentlich was anderes. Ja, da war anscheinend noch Kleber drin. Das hat jetzt gerade ein bisschen alles zerrissen, aber ja. Sag mal so, man kann zum Glück noch alles so weit lesen, aber ist natürlich blöd, wenn sowas passiert. Oh, naja, gut. Und ja, da haben wir noch die passenden Sticker dazu. Ja. Wo man sagen kann, okay, ins Reading Journal kommt das, kann man das schön mit dazu benutzen. Was haben wir denn? Um was geht's denn? Wir haben die 18-jährige Sirene Jade will ein neues Leben beginnen, weit weg von all den Lügen und dem Druck, der auf ihr lastet. Dafür bricht sie ein letztes Mal das Gesetz und ergattert einen Platz an der altehrwürdigen Ash River Academy in der kanadischen Stadt Phoenix. Dort will sie neu anfangen, ihre Kräfte unter Kontrolle bringen und unter keinen Umständen auffallen. Doch dann gerät sie an den gutaussehenden Asher, der nicht nur der Erbe im Haus der Magier ist, sondern auch noch hoch angesehene Elite der Akademie gehört. Und zwischen ihnen funkt es gewaltig, was Jade allerdings nicht weiß. Asher verfolgt ganz eigene Ziele und als in Phoenix immer wieder zu seltsamen Zwischenfällen kommt, gerät Jade mitten hinein in ein Strudel aus Geheimnissen und Intrigen. Auftakt einer hochromantischen Dark Academia Trilogie von Bestseller-Autorin Valentina Fast. Bin mal gespannt. Jupp. Vor allem, ich habe schon so viele schöne Extras dazu bekommen. Ja, ein bisschen blöd, dass jetzt hinten das zusammengeklebt war, aber ja. Ich frage mich halt, wie das passieren konnte. Ich sehe gerade, ich kann das andere wieder wegmachen. Und vielleicht pappe ich selber wieder alles ein bisschen zusammen. Schauen wir mal. So, wir gehen erstmal weiter. Ja. Mit Türchen Nummer 10. Ja, tuk. Oh mein Gott! Ich habe gerade überlegt, was ist das? Und dann, ist das nicht cool? Jetzt will ich es eigentlich gar nicht benutzen, damit ich es nicht aufbrauchen kann. Obwohl, ich könnte dann schauen, ob ich vielleicht die ich noch habe, dann immer damit ersetzen könnte. Also das finde ich cool. Das finde ich cool. Ist zwar, ich meine, ist nur eine Kleinigkeit, ne? Aber ich finde es cool. Ja, mich kriegt man immer mit Kleinigkeiten. Die 11. Das fühlt sich nach irgendwas Stoffigem an. Eine kleine Tasche, Stofftasse. Das Motiv finde ich auch cool. Da passt genau ein Buch rein. Also wenn ich sozusagen mir wirklich nur ein Buch kaufen will, ach, was mache ich? Ich tue das in meinen großen Rucksack und da passen mindestens 6 Bücher rein. Also was mache ich was vor? Ja. Aber ich könnte, das wäre das Perfekte für meine Nichte. Die ist noch klein und süß. Da passt das perfekt dazu. Ja.
ist ja nicht so, als hätte ich genug Stofftaschen. Nein, es ist wie Kugelschreiber, Post-its und Bücher. Man kann nie genug davon haben. Ja, dann die 12. Die sieht so süß, klein und unschuldig aus. Bist du süß, klein und unschuldig oder magst du mich jetzt fertig? Okay, was bist du? Nein! Oh, ich suche gerade mein Metermaß. Jetzt habe ich wieder eins. Oh mein Gott. Hier ist also das Motiv vorne drauf. Ja, und ich finde das cool. Also, das, also wirklich, finde ich einfach cool. Ja, das ist einfach geil. Oh Gott. Okay, die 13. Fühlt sich an, als wären wir wieder Lesezeichen und Postkarten. Und welche kriechen wir dann? So. So, wenn ich keine, ich gebe es auch mal ehrlich zu, warum ich so vorsichtig gerade bin, auszupacken, weil ich danach Reels drehe, also Shorts, besser gesagt für YouTube, für die täglichen Auspacken. Und deswegen müsste ich die eigentlich wieder schön reinkriechen, damit ich das schön auspacken kann. Oh, wie schön. Einmal die Postkarte und passend dazu das Lesezeichen wieder. Ja, ich weiß, manche werden wahrscheinlich wieder drunter schreiben, es ist nicht so ihrens, aber ich liebe den Style. Ich würde viel öfters bei den Buchmädchen bestellen, aber ja, das widerspricht jetzt, was ich vor 2 Minuten gesagt habe. Ich habe aber so viele Buchmerch schon zu Hause. Und wenn die Adventskalender kommen, kommt immer noch mehr dazu und das ist dann wieder zu viel. Aber andererseits würde ich immer gerne viel mehr bestellen, weil wenn ich auf den auf der Seite bin, denke ich mir, ich will haben. Und dann schaue ich den Warenkorb an und denke mir so, dein Doro, davon könntest du so viele Bücher kaufen. Ja, also freue ich mich umso mehr, wenn ich den Adventskalender auspacken darf. Mit der 14 geht es weiter, die riesig groß ist. Ah. Okay, da steht nichts drauf. Was bist du? Oh! Und auch wieder so. Und sogar mit, oh, wie cool. Habe ich davon gefühlt schon 20.000? Ja, freue ich mich trotzdem. Ja! Weil das ist mit so schönem, ich meine, das kann man dann runter und dann, oh, das finde ich cool. Dann kann ich meinen Tee, ach ja, ich finde das cool. Ja, ja, ich bin happy. Was soll ich da? So, wir müssen das jetzt ein bisschen drüber. So. Ich habe schon gefühlt gerade keinen Platz vor mir. Jetzt machen wir mal kurz und holen die 15 und 16 zu mir. Mit der 15 fangen wir an. Ja. Was haben wir denn hier? Ein Schneidebrett. Stay Wild, Moonchild. Oh, wie cool ist das denn? Ich werde das nie in Gebrauch nehmen für Schneiden. Nö. Aber kommt dann in meine Kiste für meine Foto-Equipment. Dann kommt es in meinen Rezensionsbildern immer vor. Ja, das finde ich cool. Ich mag's, aber wie gesagt, für den Gebrauch, nee. Ich hatte Angst, dass es kaputt geht und
sagt sie und dann erinnert sich dran, dass hier neben mir was liegt, was geklebt werden muss, weil es runtergefallen ist. Nach dem Unboxing einer Buchbox. Ja, sagen dazu nichts. Ein Porzellan hält bei mir nicht lange. Entweder fliegt es gleich runter, wenn ich es aufräumen will, oder ein paar Wochen später. Ich habe, glaube ich, kaum noch Porzellan bei mir, das wirklich überlebt hat. Wir schauen mal, was die 16 bringt. Das fühlt sich nach Stoff an. Ja. Oh. Eine neue Buchhülle. Yeah. Da kann ich eins der Bücher gleich da rein tun, oder? Oh, das sieht auch richtig schön aus. Weiß ich nicht, ob ich die hergeben will. Ja, andererseits habe ich davon auch schon einige, aber ich kann mich immer nicht davon trennen. So, da haben wir die 17. Ja. Das sieht auch nach Stoff aus. Oh, nach T-Shirt. Oh, auch mit dem gleichen. Ja, das ist cool. Das Motiv gefällt mir. Ja, aber ich muss sagen, weiß ist so nicht meine Farbe. Ja, ich weiß. Also, mal schauen. Also, ich finde es trotzdem cool. Ja, ich habe das Gefühl, ich sage zu jedem immer noch was Negatives gerade dazu. Stop it. Wir gehen rüber zu der 19. Das ist das gleiche Motiv wie auf dem Notizbuch, aber das ist ja ein Brillenputztuch. Ja, ich bin Brillenträgerin, aber ich denke mir halt, ja, man kann es auch für Kameras benutzen und Fotoapparate und Handy und sowas, aber ja. Nein, aber mir gefällt das Motiv. Und es wäre dann wieder zu schade, dass ich es tatsächlich benutze. Das wird wahrscheinlich bei mir irgendwo herumhängen oder ich pinne es mir an meine Pinnwand. Ja. Mein Geburtstag, der 20. Mal schauen, was ich da an meinem Geburtstag bekomme. Erstmal muss ich es aufkriechen. So. Oh, eine Tasse. Eine Tasse mit Book Lovers Club. Eine schöne weiße, nichts Fancyes. Also, ich meine, ist ein Aufdruck drauf. Da kann ich heute Abend meinen Tee daraus trinken. Ja, ich finde ich cool. Ich musste gerade. Ich habe vor dem gestern den Dark Romance ausgepackt. Deswegen musste ich jetzt gerade lachen. Ja, ich würde sagen, schaut einfach selber beim Video vorbei, wenn es online ist. Und, wisst ihr, warum ich jetzt gelacht habe? Ja. Und der 21. So. Das ist ein Magnet. Ein Magnet. Ist das ein Weihnachtsbaum mit Büchern? Ich würde sagen, ja, oder? So, hier haben wir ihn. Okay, den kann ich an meinen Kühlschrank hinpappen. Also hin. Tackern, hin. Magnet. Ihr wisst, was ich meine. Ja, weil ich habe einen schwarzen. Der passt weiß. So, der 22. würde ich sagen, versteckt sich noch eine Kerze dahinter. Ja. Und in der Welt der Bücher bin ich zu Hause. Es steht hier auch nochmal wie die eine Postkarte und Lesezeichen.
Und kriege ich jetzt die eher auf. Ja. Hier einmal. So. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Türchen. Oh, schon wieder vorbei. Und Moment. Natürlich ganz hinten hingelegt. Warum sagt dir nichts, dass ich die 18 vergessen habe? Die liegt die ganze Zeit vor mir ungeöffnet. Ich habe die 18 vergessen. Oh mein Gott. Ich will dies, das und dich von Saskia Louise. Und auch, wenn ich daran denke, dass ich vor Jahren noch schauen musste, ob jemand einen Buchschnitt hat. Jetzt ist irgendwie schon überall ein Buchschnitt dabei. Ja, das finde ich immer cool. Liebe ist immer ehrlich. Oh Gott, das könnte zum Problem werden. Ob Ausreden, kleine oder größere Notlügen, Svenja nimmt es mit der Wahrheit oft nicht so genau und manövriert sich damit in die unangenehmsten Situationen. Doch nach einem mehr als peinlichen Silvesterabend hat sie genug. Sie schreibt eine lange Liste an persönlichen Vorsätzen und versendet sie versehentlich an den CEO der Firma, die sie eigentlich als Kunden gewinnen soll. William Grant ist alles, was Svea nicht ist. Erfolgreich, ehrlich und ganz anders als erwartet. Denn sie erhält nicht nur die Leitung des Projektes, sondern auch seinerseits eine Liste mit Vorsätzen. Und plötzlich findet sich Svenja in der merkwürdigsten Abmachung ihres Lebens wieder. Okay, das finde ich cool. Ach ja. Dafür, dass ich es übersehen habe. Cooles Buch drin, ja. So, jetzt gehen wir wieder zurück zur 23. Ja. So. Gut. Was haben wir denn hier? Einen Kalender. Oh mein Gott, wie süß. Einen Kalender von 2025. Und ja. Ich erinnere mich an sie. Ja, dann, ich glaube, ich habe von dem hier auch noch was hier. Oh, wie süß ist der Hase? Oh mein Gott. Doro, normal reden. Drache. Die Fee, ja, die kommt mir auch bekannt vor. Ich weiß nicht, warum ich gerade so hoch rede. Ein Igel? Ja, finde ich cool. Habe ich wieder einen Kalender. Freut mich. So, und jetzt haben wir eine dicke, fette 24. Schauen wir doch mal, was hier drunter sich versteckt. Gothicana. Eine Liebe, die alle Regeln bricht. Rooney. Oh, schaut euch mal. Also das ist dick. Oh, der Buchschnitt, der sieht auch schön aus. Ich glaube, den habe ich sogar auf, das Buch habe ich auf meiner Wunschliste. Für die Außenseiterin Corvina ist die Zulassung an der mysteriösen Universität of Verenmore die Chance auf einen Neuanfang. Zum ersten Mal in ihrem Leben schließt Corvina Freundschaften, doch das abgelegene Schloss in den Bergen birgt auch Geheimnisse. In regelmäßigen Abständen verschwindet jemand auf rätselhafte Weise. Corvina beschließt, endlich die Wahrheit hinter den Vorfällen aufzudecken. Sie hat jedoch nicht mit ihrem Professor, dem geheimnisvollen und unfassbar attraktiven Bad Deverell gerechnet, der sie ständig im Auge behält und mehr zu wissen scheint, als er zugibt. Ja, das ist schön. Das ist schön. Da ist hier vorne noch was drin. Oh, ein Sticker mit der Unterschrift der Autorin. Und noch eine Postkarte. Das ist cool. Ja, das finde ich richtig cool. Jetzt komm her. Oh, habe ich da gerade gesehen. Und noch eine, okay. Also das ist jetzt, ja, okay, es gibt ein paar Sachen, wo ich gemeckert habe, oder ein bisschen, kleines bisschen Kritik hatte, aber ich bin immer wieder zufrieden. Ja, ich mag einfach den Adventskalender von dem Buchmädchen. Deswegen, also ich bin happy. Ich bin glücklich. So, und wer räumt das jetzt alles auf?
Ja, erstmal muss ich wieder alles zurücktun und dann die Shorts drehen. Und dann können wir alles aufräumen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonnieren nicht vergessen und schreibt mir gerne runter in den Kommentaren, wie euch der Adventskalender gefallen hat. Bis dahin, tschüss!